und es geht über ganz los, einfach jetzt los. Also darf ich alle Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich begrüßen und fragen, oder es muss niemand jetzt aufzeigen, ob sie wirklich Interesse daran, warum die Banane grün ist. Wird sich an eurem Leben irgendetwas ändern, wenn ihr dann endlich nach 15 Minuten wisst, warum diese schönen Beerenfrüchte gekrümmt sind? Das habe ich mir das letzte Mal knapp vor einer Woche nach etwa 1000 Höhenmeter mit dem Mountainbike auch gefragt. Ich habe aber nur ganz kurz an diesen Vortrag gedacht, warum ist sie krumm, um die danach blitzartig aufzumachen und diese stärkende, saftige, süße, serotoninhaltige Frucht zu essen. Jetzt habe ich natürlich vorher nicht gefragt, welche Taste ich drücken soll, damit das nächste Bild kommt. Ich probiere es mit der da und siehe da, es funktioniert. Also geöffnet ist diese Frucht. Jetzt muss ich natürlich wieder hin und her springen. Wien, 4. Bezirk, nehmt euch entrüstet, sei es ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk von Will Ramos aus dem Jahr 2007 und die Galerie Ernst Hilger in der Favoritenstraße ist so die nächste Banane von meinem Wohnort. Nee? Und ja, natürlich gibt es auch in den Geschäften des 4. Bezirkes und all überall Banane zu kaufen. Und ja, natürlich sind diese gekrümmt. Die EU hätte gar nichts dagegen gegen gerade Banane. Es wird nur angegeben, weil so viel reglementiert ist, der Bogen, der äußere Bogen 14 cm, der Durchmesser 2,7 mm. Mit all den Abweichungen, die da auch noch irgendwie vorkommen. Jetzt könnte man natürlich also irgendwie über diese Biegung schon sprechen, aber was mache ich nachher? Wenn ich das jetzt schon auslasse, warum das Ganze so funktioniert, fangen wir mal an mit wirtschaftlicher Bedeutung. Die zweitwichtigste tropische Obstart ist die Banane nach der Weintraube, die natürlich nicht Weintraube, sondern in der Traube heißt, nicht? Damit also die Muslime auch ihre Freude dran haben. Das sieht man unten leider jetzt ganz schlecht, das sollte also so zeigen, da sind 102 Millionen Tonnen aus der letzten Statistik der FAO in Rom. Und da sieht man, Indien und dann Brasilien und China sind die Hauptproduzenten. Das war jetzt die Obstbanane, die wir hier essen. Von diesen 102 Millionen Tonnen kommen lediglich 16 Millionen auf den Weltmarkt, können also fair oder unfair gehandelt werden. Die anderen werden sofort gegessen vom Markt oder direkt vom Feld weg. Zweimal 80% zahlen, 80% der Weltproduktion geschieht auf Farmen, die maximal 10 Hektar groß sind. Und eine andere Zahl, wieder 80% der Exportbananen finden auf Plantagen statt, die 100 bis 500 Hektar haben. Del Monte, Chiquita und so weiter, das kennt man ja. So, da gibt es aber jetzt noch eine zweite Bananenart, neben vielen anderen kleinen, die also weltweit keine Bedeutung haben. Das wäre die Kochbanane in Plantain. Viel größer, gar nicht süß, gar nicht zum Rohessen und ist dann Hauptnahrungsmittel, Staple Food, wie man das so schön nennen kann, in diesen Ländern, die das hauptsächlich anbauen, ein Drittel in Uganda. Bei der Obstbanane Österreich 11,4 Kilogramm pro Kopf und Jahr, in Uganda 222 Kilo pro Kopf und Jahr. Da gibt es zum Frühstück Banane, zum Mittagessen Banane, zum Abendessen Banane. Also soweit die Unterschiede. Dann, wenn wir uns das weiter anschauen, wo kommt sie her, da weist die Literatur zwei Ursprungsziele auf. Für die Musa Balbisiana, der malaiische Raum und dann der pazifische Raum für die Acuminata. Was davor war, oder ob jetzt wirklich zwei verschiedene Bananenarten unabhängig voneinander am 5. Tage der Schöpfung entstanden sind, ist eher unwahrscheinlich. Es muss eine Urbanane geben, von der das dann wieder sich abgespaltet hat. Und die Menschheit, die dort gelebt hat, hat jahrtausende lang selektiert. Noch was werden sie ausgesucht haben?
die gut schmecken, die gut wachsen, die jedes Jahr einen Ertrag bringen und die sich dann auch über Samen gut haben vermehren lassen. Das war ursprünglich so, über Samen hat man also die Banane vernährt, dann ist das also relativ mühsam geworden, das mit den Samen. Und dann hat es also spontane Mutanten gegeben. In der Musa acuminata ist das Gen vorhanden für Parthenokarpie, die fruchtungslos entstehende Früchte aus weiblichen Blüten. Siehe da, wir haben dann immer diese kleinen Punkte, die Samen. Wer also sorgfältig in seinem Obstsalat nachschaut und Zeit hat, wenn man rein bei sich die links. Ne? Am Obstsalat und Scheiben geschnitten, da sieht man so in diesen drei Kammern, da sieht man so schwarze Punkte und das wären die Samenanlagen. Wunderschön zum Essen, aber die Peinlichkeit, wie vermehre ich das Zeugs dann, wenn es keine Samen mehr gibt? Da muss gefälligst diese Banane Schösslinge bilden. Viele Schösslinge, nicht nur eine. Mutterpflanze stirbt ab, nachdem sie Frucht getragen hat und man will ja immer mehr und mehr haben. Das ist ja das Wesen des Menschen, immer mehr und mehr haben zu wollen. Da haben sie jetzt mehr und mehr Samen da drin. Also eigentlich das Essen kargelos. Man muss um die Kerne da herumbeißen. Und dann so mit einer 1 cm Einteilung, diese Wascher sind ganz schön groß und ganz schön hart und da beißt man nicht versehentlich drauf. Das soll man also tunlichst vermeiden. Und da jetzt sollte also als Premiere ein kleines Filmchen kommen. Ich traue mich jetzt noch nicht hinzudrücken, weil vielleicht irgendwas schief. Also, immer das Beste ausgesucht, das Schlechteste nicht vermehrt, das Schlechteste verkommt, die Generosion findet statt. Es wird also immer irgendwie einheitlicher. Bei diesem Weltmarkt, der da stattfindet, sind 97% der Früchte von einer einzigen Sorte, von der Giant Cavendish. Also, wenn da wieder was passiert, was in den 60er Jahren mit der Crème Michel passiert ist, dann ist das alles weg vom Fenster. Also die internationale Agrarforschung hat sich zusammengetan, auch mit Hilfe Österreichs, wir nur zahlend, und hat auf der Uni in Leuven, und wenn ich drücke, kommt jetzt diese Living Collection. Also Samenbank für vegetativ zu vermehrende Sachen, die dann immer wieder neu aus der Eprovette geholt werden müssen, neu mit Wuchsstoffen versetzt werden müssen und neu dann wieder weiter vermehrt werden können. Premiere. Ton soll keiner kommen, nicht das Inibab Banana and Plantain, und so schaut das aus, das ist also ein von dieser Organisation hergestellter Film. Ich habe das auch gesehen und das sind die kleinen Bananenpflanzen, die dann all überall so weit wieder verteilt werden können. Die Sache der internationalen Agrarforschung, jeder hat Zugriff. Es gibt keine kommunistischen und keine nicht-kommunistischen Drogen, jeder kriegt. Das wurde also so oft also immer wieder angefeindet. Nicht? Und die Arbeit ist, dass man das unter sterilen Bedingungen halt immer wieder das wieder kleiner macht, damit man das wieder vermehren kann in den Eprovetten und damit dann irgendwelche andere das bekommen. So, Film zu Ende, nächste Premiere, es geht das Stimmbild weiter. Stellen wir die Pflanze vor, ein bisschen Zeit habe ich noch, jetzt kann ich das noch verreden, warum die Banane krumm ist. Ist noch Interesse vorhanden? Ja. Da kann ich also noch immer weiter und weiter reden. So. Also, stellen wir sie von unten her vor, monokotyle Pflanze, die so einen Haupttrieb hat, einen Wurzelstock hat, dieser Wurzelstock verzweigt sich und da sehen Sie also rechts im Bild die Mutterpflanze, die stirbt ab, nachdem sie also geblüht und gefruchtet hat und der eine in dem Blumentopf befindliche vom Tropenglashaus da auf der Boku hat soweit dann die nächste Generation geliefert. In der Wirklichkeit viele Ausläufer, viele Seitentriebe, damit man das also ordentlich vermehren kann, so man eine gescheite Sorte hat. Wenn man eine schlechte hat, die wird dann eh unter den Tisch gekehrt und ist dann nur mehr in der Genbank als Notreserve für Resistenzzüchtungen vorhanden. So, dann dieser Schößling wächst da Blatt für Blatt vor sich hin, 7 bis 9 Monate später treibt er den Fruchtstand durch und kann dann also wieder so als Banane erkannt werden. Wo kommt sie vor? Kerntropen und ein bisschen in der Gegend nördlich und südlich.
Auch wenn es bei uns wärmer wird, wie der Kollege Florinett gerade im Garten erzählt hat, die 2500 mm Niederschlag werden wir nicht leicht haben wollen. Ob es es gibt dann, das ist eine andere Sache, aber wollen tun wir das schon gar nicht. Und das ist die größte Staude, die es auf der Welt gibt, mit einem Scheinstamm. Da ist das, was so wie ein Stamm ausschaut, sind die eng umschlungenen Blattscheiden, die fast über ihre gesamte Länge sich eng umschließen. Ich zeige es dann gleich auch im Bild, versuche das dreidimensional darzustellen, was natürlich so auf einem Plattenbild nicht geht. Und ganz oben geht der Stiel dann weiter, der Blattspiel und die Spreite. Und das bildet dann die Krone. Einmal abgeschnitten war noch recht leicht, so wird nicht immer davor. Soll ich auch einmal so stehen, dass die benachteiligt sind und die da sitzenden dann oder kleiner machen, ist auch mühsam. Ne? So, einmal abschneiden geht, dann anfärben und so terrassenförmig abschneiden war also wirklich fast eine Lebensaufgabe. Nicht? Aber ist gelungen und wenn man das einmal herzeigen kann, ist es doch das wert. So, und jetzt halte ich die ganze Zeit diesen Pfeil und den schieße ich jetzt genau da los. Also das Ganze hat angefangen, Blatt für Blatt für Blatt, die spiralförmig angeordneten Blattscheiden haben sich also da so eng umschlungen und das ist dann nachher der letzte Auswuchs vom Vegetationskegel, da ist dann der Blütenstand, der Fruchtstand drauf. Und wenn jetzt diese Bananenstaude kurz genug ist, stark genug ist, der Blütenstamm schäbig genug ist, dass also wenige drauf sind, dann wächst das Ganze kerzengerade in die Höhe, verzweigt sich, die einzelnen Hände sind da schon angedeutet, auch spiralig angeordnet und es gibt gerade Bananen. Also gar nichts gekrümmt. Gar nichts gekrümmt. Ne? Und da gibt es die Feibanane auf den Salomoninseln. Und die ist da jetzt schon längst in der Genbank drinnen, weil die will kann. Keine Schösslinge, Geschmack unter jeder Kritik, wächst viel zu langsam. Und die Eingeborenen wollen das nicht, was so da ist. Die wollen wahrscheinlich die von der Del Monte oder so irgendetwas im Geschäft kaufen. Das eigene wird ja bei uns erst wieder entdeckt. Nicht? Lokal sich zu ernähren. Das war ja für Jahrzehnte, wenn es weit genug weg war, war es gut. So, wäre also die, ist ein Auslaufmodell, finden wir bald nochmal in der Genbank. Und das andere wäre der neue Markt, dass man neben das Handy für die Schulkinder dann noch schnell eine Banane dazu stecken kann. Die Mini-Banane. Nicht? Und weil die eben so klein ist, wächst sie auf und braucht sich gar nicht krümmen. Blick noch einmal zurück, vor viele, viele Jahre. Nicht? Nur das wollte ich unbedingt zeigen, damit man nicht glaubt, dass mit der Banane krumm ist, also irgendwie die Idee von einem senilen Alten, dem sonst nichts mehr einfällt. Also so senil war ich damals auch schon. Habt Reklame gemacht, nicht? Es müsste heißen Dr. Mambo, Professor Jumbo vielleicht, nicht? Weil die ja auch schon dann Dissertanten hier waren. Nicht? Aber egal so. Es gab im ersten Jahr Hörer, es gab auch weiterhin Hörer, ob es welche da sind, die sich dann gar nicht so schrecken über meine Vortragsweise, weiß ich nicht. Aber es hat kein Mensch gefragt, warum die Banane gekrümmt ist. Dann habe ich also so mein Institutszimmer verschönert, Studienbehelfe verschönert, da ist auch schon wieder die Banane vorgekommen, da sieht man vielleicht, dass sie schon gekrümmt ist. Weil das Ganze also der Fruchtstand so schwer ist, dass er nicht mehr senkrecht in die Höhe stehen kann. Und auf den Plantagen sieht man dann nachher, wie die gestützt werden, diese Dinge, wenn die 25 Kilo so ein Fruchtstand schwer ist. Das hält dieser Scheinstamm nicht aus. Ne? Und dann gab es soweit auch einen Vortrag auf der Hauptbücherei am Gürtel, tropisches Obst, kein Mensch hat gefragt. Ne? Und plötzlich ist ein Filmding vom ORF gekommen und hat gefragt, alles über die Banane, in zwei Sendungen wurde das gebracht, die zweite war mit der Krümmung der Banane. Also erstmalig bin ich befragt worden, warum ist die Banane gekrümmt. Das würde ich dir natürlich vorenthalten. Ein bisschen Zeit habe ich noch, weil ich nicht vom Punkt angefangen habe, aber das geht jetzt ganz schnell. Zum Zustandekommen des Filmes möchte ich mich bei der Kollegin Gudrun Schindler und ihrem Team bedanken.
2006 hat man mir den Film vom ORF versprochen. Vorige Woche habe ich ihn dann bekommen. Also es hat gar nicht so lange gedauert, diese Sache, nicht? Aber könnte man erzählen. So, da ist jetzt also, zu der Zeit hat es den Kaiser Bokassa noch gegeben, aber dann nur Nebensache. Da ist die Blütenknospe, da sind also zuerst angesetzt aus diesem Fruchtstamm, der da so raus wird, die weiblichen Blüten, die Partner noch haben. Hier wären die zwittrigen Blüten, die also lauter Gram sofort abfallen. Und dann fängt das also so an, sobald die Blatthüllen, die Deckblätter abfallen, sehen diese kleinen Früchte, diese unterständigen Fruchtknoten, plötzlich die Sonne und erinnern sich, da müssen wir rauf. Ne? Kommen von unten hinauf und siehe da, deswegen sind sie geboren. Nicht, also so einfach ist diese Sache. Dann da noch hat sich, also ist ein schlechtes Bild aus dem Internet, trotzdem zu zeigen, hat sich ein Kollege die Arbeit gemacht, nicht so wie ich das Bild zu schneiden, anzufärben, sondern der hat total Striptease betrieben. Nicht? Hat also wirklich den Vegetationskegel schon übergelassen, hat dann so alle Blätter weg und da sieht man, bitte, das kann nicht gerade sein. Dieses dünne Stammerl, was ein bisschen geschützt wird vom Scheinstamm und dann hängen 25 Kilo drauf. Das geht doch nicht. So schaut eine ganz kleine, noch gerade Bananenfrucht aus, der heranwachsende Fruchtknoten, 6 Kronblätter, dann soweit diese wunderschönen Hüllblätter, Deckblätter, da sehen Sie sogar die Blüte, die abfällt. Wenn das nicht rechtzeitig die Deckblätter abfallen, dann fängt das Ganze zum Schimmeln an. Das kann man nicht einem Niederschlag zurechnen, weil 2500 mm ist ein bisschen mehr, als wir da in Wien haben. So, das Ganze biegt sich jetzt. Da noch also so eine schöne Blüte, die im Vorbeigehen ist. Bei den Obstbananen habe ich bis jetzt immer gezeigt, bei der Kochbanane, wo die Einzelfinger dann 1,5 Kilogramm schwer werden können. Also das sind solche Bauscher, die muss man schon klein schneiden, damit man sie in die Bratpfanne kriegt. Geht das also das Hinaufbiegen genauso. Und da noch einmal richtig hingestellte Fruchtstände. Bei uns hat man das immer so verschämt verkehrt so gemacht, dass die wieder runterkamen. Nicht so wie Josephine Baker, nicht? Da hat man sich das so vorgestellt. Aber in Wirklichkeit ist das so und jetzt sollte ich mich mit diesem Stehbild bei Ihnen schon verabschieden und dann, solange es die Zeit erlaubt, Sie ins Jahr 2006 zurückversetzen. Ist ja für viele also nichts so Schlimmes, wenn man plötzlich ein paar Jahre jünger wird. Nicht? Und ich drücke wieder. Bananen Sitcom, wirklich wahr. Die weltbekannte Gelbfrucht ist die am leichtesten verdauliche Nahrung überhaupt. Sie ist reich an Vitaminen, Zuckern und enthält Serotonin, das sogenannte Glückshormon. Gesünder geht es fast nicht mehr. Aber zurück zu ihrer Form. Wieso ist die Banane überhaupt krumm? Die typische Bananenform kommt so zustande, dass dieser Blütenstand, der sich also aus dem Mittelpunkt dieser Bananenstaude entwickelt, dann der Schwerkraft folgend nach unten wächst. Die Blüten, die von diesen Hüllblättern bedeckt sind, sind dann nach unten gerichtet. Wenn diese Deckblätter abfallen, dann entwickeln sich die kleinen Blüten nach oben, der Sonne entgegen, und durch dieses Hinaufbiegen bildet sich dann eben diese typische Bananenform. Deshalb wachsen Bananen auch nur in warmen, sonnigen Ländern. Bei uns wüssten sie nämlich 6 Monate im Jahr nicht, wohin sie sich krümmen sollten. Aber Schatz beiseite, sind das wirklich alle Bananen krumm? Nein, es sind nicht alle Bananen krumm. Die wenigen Ausnahmen sind Wildbananen, die noch keinen so starken, dicken, schweren Blütenstand haben. Der krümmt sich nicht nach unten. Die stehen so wie bei Zierbananen einfach in die Höhe. Und dann haben die Bananen nicht die Notwendigkeit, von unten nach oben zu wachsen. Unsere geliebten krummen Bananen, die sogar alle meistens ähnlich groß sind, stellen gerade mal 10% der Weltmarktproduktion dar. Global gesehen ist nämlich Banane noch lange nicht Banane. Da gibt es einmal die Obstbanane, die wir hier bei uns in den Märkten kaufen können. Und dann gibt es für die Bevölkerung der dritten Welt eine viel wichtigere, die Plantain- oder Kochbanane. Mehlbanane auch genannt,
die man dann in Mengen bis zu 200 Kilo pro Kopf und Nase und Jahr in Ländern der Dritten Welt, zum Beispiel Uganda, verzehrt. Das und ist die Goldbanane schmeckt nicht überziehen. Sie ist besonders stärker. Ich drücke irgendwo auf Escape, wenn ich das finde. Aber nicht nur das. Man kann über alles reden, aber nicht zu lange.